Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Phantom Doctrine. Wir sind in Kapitel 1 der Mossad-Kampagne Die ewige Jagd und aus den Informationen aus der Schmugglerbasis in Port Said geht hervor, dass die ganze Sache mit dem Nervengas nur ein Teil von etwas Größerem, der Namensprojekt Eisberg ist, der Satz ist merkwürdig, für die Agenten Valhalla und Abaddon verantwortlich sind. Abaddon ist besonders interessant für uns. Wir glauben, dass es sich dabei um Mengele selbst handeln könnte. Oha, na, das wäre mal interessant, würde ich sagen. So, was wir heute allerdings machen, ist eine kleine Beholderzelle auszuheben. Team haben wir zusammengestellt. Karakal wird hier getarnt reingehen. Manko nehmen wir nicht mit, sondern wir nehmen stattdessen Pfähler. Pfähler? Ja, genau. Pfähler nehmen wir mit. So, und hier kommt Orakel rein. Der kann von uns ein bisschen spotten. Und dann kann man Karakal noch irgendwas Sinnvolles mitgeben? Nee. Okay. In dem Fall würde ich sagen, sind wir bereit. Morgenaufseher, wir greifen eine bedeutende Einrichtung der Verschwörung an. Rechnen Sie mit hohen Sicherheitsmaßnahmen und schwerem Widerstand immer, einschließlich feindlicher Agenten. Ja, Anführer eliminieren und dann evakuieren. Hört sich doch nach Spaß an. Yay! So, was haben wir denn hier? Schon wieder so eine olle Fabrikhalle. Kann man nicht mal irgendwie was anderes machen, als immer nur Fabrikhallen hier hochnehmen? So, mal gucken. Hier gibt es kleine Nebengebäude. Ist da was drin? Ah ja, da ist ein Dokument auf jeden Fall. Hier ist nichts drin, wie es aussieht. Hier haben wir noch so eine kleine Baracke mit einem Schrank. Hier ist Kamera. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mal direkt hier hinten. Dann haben wir nämlich hier die Seite schon mal so ein bisschen safe. Ja, hier drüben kommen wir nämlich überall sowieso nicht ran. Das ist doch genau das gleiche Gebäude vom letzten Mal, oder? Wo wir bei der ACA eingebrochen sind. Hier steht ja auch der ACA-Wagen wieder direkt davor. Wäh? Haben wir hier auch wieder diesen... Ne, hier hinten sieht das aber anders aus. Aber ansonsten zu größten Teilen das gleiche Gebäude. So, von wo aus wollen wir denn reinschauen? Hier wissen wir, stehen die Lastwagen immer so ein bisschen davor. Hier auf der Seite haben wir relativ wenig Blockierungen. Aber auch wenige Fenster. Von hier aus sehen wir auch gar nichts. Hier sind lauter Container davor. Also ich denke, wir werden mit dem Norden irgendwie vorlieb nehmen müssen. Schade. So, dann schauen wir mal. Wahrscheinlich gibt es hier wieder nur einen Agenten, denke ich mir. Ich weiß es aber nicht. So, Karakal ist direkt hier unten. Das hier sollen ja eigentlich unsere Agenten übernehmen, alles. Das heißt, Karakal kann sich mal hier drüben so ein bisschen umschauen. Ja, es ist echt hier unten zu großen Teilen wie das gleiche Gebäude. Ist ja eine Frechheit. Aber das ist ja einfach schon jetzt so hart recycelt. Da draußen steht direkt einer. Von der anderen Seite. So, Tür zu. Und dann krabbeln wir mal direkt hier rein. Wo ist denn der zweite, den wir sehen? Ach, da oben. Okay. So, ihr dürft euch hier so ein bisschen verteilen, würde ich vorschlagen. Das hier scheint mir gar keine Sperrzone zu sein. Dann kann ich ja direkt einmal hier reinlaufen.
Oh, hier gibt es eine Menge zu holen. 7 Beute und 6 Dokumente. Puh, dann schauen wir mal. So, hier drin gibt es nichts. Allerdings hier gibt es einen Schrank. Ein bisschen vorsichtiger sollte ich vielleicht schon sein, falls hier irgendwo so ein oder der Agent rumgurkt. Oh, da war eine Menge drin. Okay. So, und hier drüben, ja genau. Das ist tatsächlich hier in großen Teilen derselbe Aufbau wie beim letzten Mal. Interessant. Ja, mehr gibt es ja auch nicht zu holen irgendwie. So, da müssen wir mal gucken, wo wir uns dann bereithalten irgendwie. Ich weiß es noch nicht. Wir laufen erstmal fröhlich mit hier rüber. Und gucken mal, was abgeht. 12 Feinde müssen wir hier am Ende eliminiert haben. Wir können keine Leichen verstecken. Aber erstmal müssen wir uns um die Kameras kümmern. So, Karakai. Na, es geht doch gut voran hier. Also einmal einen Blick nach draußen wagen. Da scheint niemand zu sein. Wo ist denn hier die nächste Kamerasteuerung? Ah, da hinten haben wir so ein Ding. Gibt es hier unten sonst noch irgendwas zu holen? Das Ding? Ach so, hier die Haupthalle natürlich. Ja, und da ist auch eine Kamerasteuerung. Ja, okay, also ist unsere Route im Prinzip genauso wie beim letzten Mal. Uff, das macht die Sache natürlich ein bisschen unsexy jetzt, aber... Und wenn ich nicht durch die Tür gehen will, was dann? Von hier aus haben wir es irgendwie aber letztes Mal geschafft, ne? Ich glaube, der Trick ist einfach, die Tür zu blockieren mit jemandem. Ja, der Rest kann ja erstmal so stehen bleiben, glaube ich. Die stören ja nicht weiter. Oh, Agent. Oh, oh, oh. Dort drin. Zieht hier ihre Runden, hat 89 Lebenspunkte. What can I do for you? Okay, da müssen wir auf jeden Fall Auge drauf haben. Ohne uns jetzt hier irgendwie... erwischen zu lassen nach Möglichkeit. Das heißt, vielleicht... beobachten wir das von hier aus. Das feindliche Agentin. Jo. Wir ziehen uns hier so ein bisschen hinter diese Ecke zurück. Why are we here again? Da müssen wir mal gucken, wo wir evakuieren können und wo wir dementsprechend die Agentin hin verfrachten. Okay, hier ist ganz geil. Hier drüben ist auch nicht schlecht. Damit die Agentin hier irgendwo... Aber ich sehe nicht, wo ich die hier verstecken kann. Aber hier der Parkplatz ist halt auch hart bewacht. Irgendwie von daher ist hier hinten schon nicht so verkehrt. Ich habe nur noch gar keinen Plan. Ja, so Ronin.
Man kann sich das hier hinten mal angucken, finde ich. Und mal gucken, ob wir da einigermaßen ungestört sind oder nicht. Zur Not müssen wir die Agentin hier irgendwie auf dem Dach ablegen. Oder hier drüben in diesem Haus verstecken. Das Haus ist leer. Da können wir die hintragen. Das müsste auch hinhauen. Müssen wir nur mal gucken, wie wir die hier rausbekommen. Hier durch diese Tür. Ja, wahrscheinlich durch die Tür und dann hier hinten entlang. So, hast du von hier aus eine Sichtlinie auf die Agentin? Nope. Okay, gut. Können wir da unseren Spotter benutzen? Um irgendwie, ich befürchte ja beinahe nicht, Sichtkontakt zu ihr zu halten. Ah, vielleicht doch. Au. Oh. Das war der Löffel hier. Den hatte ich schon ganz vergessen. Ciao, Karakal. So, wir machen erstmal ganz gemütlich hier drüben weiter. Das können wir vielleicht sogar komplett ohne Karakal machen. Ich meine, wenn hier drüben keiner hingucken würde. Ronin ist leider nicht stark genug. So, boom. Siehst du die Frau von hier aus? Nee. Nur da oben. Ah, der kann da runter gucken. Da müssen wir aufpassen. Sie läuft. Wohin? Da in Richtung Tür. Und dann geht's da zur Treppe. Okay. Ja, wir müssen erstmal klären, ob hier diese Soldatin, die Grenadierin, hier irgendwie nach ganz hinten läuft oder ob die hier abbiegt oder, weil irgendwo müssen wir die Leiche halt auf jeden Fall zwischendeponieren. Und im Moment sieht es aus, als wenn es dieses Haus hier werden würde. Also jetzt kommen wir da nämlich an die Kameras ran erstmal. Was auch eine ganz feine Sache ist. Ah, hier gibt es sogar einen Hintereingang nach oben. Der uns aber auch noch nicht so richtig viel bringt. So, wo läufst du hin? So, hier haben wir leider die Sicht verloren. Gucken nochmal auf. Okay, also die patrouilliert hier drin immer hin und her. Ist ja schon mal gut zu wissen. So, sie geht hier ans hintere Fenster als nächstes. Ist okay. Damit können wir leben. Ah, die Tür ist verschlossen. Okay, gut. Aufbau ist wirklich sehr ähnlich zum letzten Mal. Mal sehen, ob hier irgendwie ein Agent drin rumgurkt. Oh ja. This is gonna be fun. Ja. Das wird total lustig, ja. Und sie kommt nämlich hier um die Ecke gelaufen. Okay, gut zu wissen.
So, das hier wird auf jeden Fall ein Zwei-Mann-Job. Mindestens. Jetzt blockiert er die Tür. Nee, macht nichts. Hier müssen wir mal gucken. Wenn er hier patrouilliert, wo kann ich ihn verstecken? Hier hinten wahrscheinlich irgendwo. Und dann, genau, der Flur hier ist ja komplett leer. Und dann kann ich ihn auch über diesen Flur hier nach draußen transportieren. Und wenn halt von oben gerade niemand guckt und hier unten die Soldatin auch weg ist. Das heißt, am besten würde ich ihn wahrscheinlich hier drüben abgreifen, ne? So, wir rennen einfach mal hier drüben rein. Das ist alles ein bisschen kompliziert hier. Blöderweise. So, das heißt, die beiden müssten sich dann vielleicht unbemerkt hier in die Halle mit reinschmuggeln. Vielleicht hier rein, in diesen Raum. Mal gucken. Eieieiei. So, wo ist denn der Typ hier hin? Den kann ich wahrscheinlich nicht sehen von draußen. Ah, doch, ich kann hier so lang gucken. Ich sollte den halt nicht aus den Augen verlieren. Das wäre ein bisschen doof. Der läuft hier drüben lang als nächstes. So, Kameras aus. Sehr gut, der biegt hier ab irgendwo. Das heißt, hier hinter das Regal kann ich mich auf jeden Fall stellen. Hei. So, von hier aus läuft sie dann zurück. Guckt laut durchs Fenster. Wir müssen auf jeden Fall zuerst sie hier erledigen. Geht nicht anders. Ready to kick ass. Ich sehe sie halt nur im Moment gar nicht. Na gut, wir behalten ja alles so ein bisschen im Auge. Mal gucken mal, was passiert. So, sie schaut nämlich hier direkt hinein. Den habe ich irgendwie komplett aus dem Auge verloren, scheinbar. Yeah, let's do stuff. Ah. Oh, das wäre eigentlich jetzt gerade die gute Gelegenheit hier, ne? Er läuft da nach hinten. Hier drüben ist auch niemand. Hier oben ist niemand. Der kommt jetzt erst da lang gelaufen.
weit kommt denn der gelaufen? 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6 kann der weit gucken, ja. Das heißt, einfach 4 Felder vorschieben. 1, 2, 3, 4. Zu der Linie hier, der durfte gar nichts mitbekommen. Sie darf sich halt nur nicht irgendwie dumm umdrehen. Das wäre noch so ein bisschen killer. Zwei Bewegungspunkte tatsächlich. Ach nee, ich will sie ja nur anheben. Das kostet trotzdem 2 Bewegungspunkte. Mann, dieser Löffel hier. So, wer? Kamera, hier geblieben. Okay, also da müssen wir auf jeden Fall wieder verschwinden. Need anything? Inzwischen hat es Caracal gebacken bekommen, hier den Agenten aus den Augen zu lassen. Wo ist denn der abgebogen? Hier vorne? Hier hinten irgendwo? Habe ich dafür einen Spotter? Da müsste eigentlich hier den Bereich einigermaßen einsehen können. So, wie sieht denn das aus von oben? Ach so, ja, der kann hier natürlich runter gucken. Claro. Da ist er. Und er läuft hier hinten rum als nächstes. Da könnte ich mich wahrscheinlich tatsächlich hier an die Ecke stellen. Das dürfte der nicht mitbekommen. Er hat nur 82 Lebenspunkte auch. Das ist also machbar. So, dann brauchen wir jemanden hier drüben drin. Waiting on you. Kabel, schaffst du es hier in diesen Raum rein? Nee. Ah, wir können uns jetzt hier hinten auf jeden Fall hinbewegen. Guck dann vielleicht direkt in unsere Richtung mal gucken. Ich hoffe, wir müssen da nicht noch einen Umlauf warten irgendwie. Come on, give me something to kill. Ja, was zum Töten. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier Leben kommen. Da ist noch eine Agentin. 108. 108? Ah, das heißt, da muss ich stürmen. Die haben hier echt 3 Agenten. Bin ich hier ungesehen aufs Dach hoch? Ich könnte diese Leiter benutzen. Hier oben lang und dann vom Dach aus stürmen. Ich weiß. Na, das Problem ist, ich habe natürlich auch zu wenig schallgedämpfte Waffen dabei, ne? Are we done standing around? Habe ich, glaube ich, die einzige mit einer schallgedämpften Waffe. So, er geht dort herum. Well, hello. Er kommt hier nach hinten.
das passt alles nicht so richtig hier. Wie soll ich das denn machen? Da habe ich auch keine Chance, das leise zu erledigen. Oh, habe ich es gerade verkackt? Ich denke schon, ne? Ich hätte Ronny ihn bewegen sollen. Oder hatte ich den da gerade bewegt? Keine Ahnung. Ah, sie ist nach da gelaufen, okay. Er wird hier in diese Richtung schauen. Dann sehen wir zu, dass wir hier so ein bisschen Land gewinnen. Schließen bitte, danke. So, das hätten wir erledigt. Kabel. Mal angenommen, du müsstest jetzt auf jemanden schießen. Das werden nie und nimmer 108 Punkte. Tja, da irgendwann wird es laut auf jeden Fall. Da können wir nur vorher möglichst viele feindliche Agenten ausschalten. Ach, das ist doch gemein. What can I do for you? Ja, stürmen und dann schnell, so blitzschnell quasi evakuieren. Und dann wäre es natürlich cool, wenn wir doch hier diesen Ausgang benutzen könnten. Und da müssen wir, können wir hier hinter den, oh ja, wir können hinter den Truck. Ah, perfekt, okay. Das heißt, wir müssen die Leiche hier hinten lang durch, das ist gar kein Tor, hier ist ein Tor. Hier hinten lang transportieren irgendwie. Ja, durch das Haus durch, vielleicht hier hinten zur Tür raus, hinter dem Haus lang. Kann funktionieren. Und dann versuchen wir da die Leute zu sammeln. So, wenn er hier nicht stehen würde, wäre das Ganze halb so schrecklich. Läuft in die Richtung zurück. Ah,
kommt hier lang gelaufen. Das ist blöd. Er biegt nach dort ab. Ich frage mich gerade, ob wir uns hier drin irgendwie verstecken können. Are we done standing around? Kann ich da reinlaufen? Ich könnte versuchen, mich hier von hinten reinzuschleichen. Aber hier draußen sind auch Leute. Ich befürchte, das werde ich noch ein bisschen beobachten müssen hier. Um rauszufinden, wie ich das am dümmsten mache. Oder auch am geschicktesten. Mal gucken. Da war zum Glück der Schrank im Weg. So, da bräuchte ich vielleicht mal jemanden zum Spotten. Why are we here again? Habe es da. Harpun brauche ich hier auf jeden Fall nicht mehr. Harpun einmal Tür zu. Und dann lauf mal hier hinten vor auf jeden Fall. So, und was machen wir mit Hemlock? Hält der hier vorne die Stellung irgendwie auf der Ecke oder macht er sich hier zum Sturm bereit? Ich bräuchte einfach nur wirklich eine zweite Person mit Schalldämpfer. Dann wäre das Ganze nicht so schrecklich. Ja, der läuft echt immer hier so im Kreis. I'm all ears. Ja, ich kann direkt vor ihn laufen. Nee, da wäre ich doch gesehen. Läuft halt echt einer lang. Also hier hinten durch ist schon die sicherste Route irgendwie. Da muss ich eben nur einen günstigen Moment erwischen. Oh, hier ist eine Menge Betrieb. Wer steht hier? Er läuft dorthin. Der kommt hier zurückgelaufen. Aber hier hinten müsste ich ja safe sein eigentlich. So weit kann keiner gucken von denen. Der kommt hier zurückgelaufen. Das könnte ein kleines Problem werden.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also bis hierhin kann der gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, bis hier vors Auto. Das heißt, hier hinten müsste ich schon safe sein eigentlich. Um auf Nummer sicher zu gehen, stelle ich mich halt hier hin. Ganz unauffällig. So, Caracal, einmal dranbleiben hier. Ja, ihn hier reinzuzerren, wäre irgendwie relativ einfach, ne? Und dann hier durchzurennen, weiß ich nicht. Er guckt halt irgendwie. Ah, es ginge schon. Sechs. Mäh. Schwierig. Ja, jetzt ist hier gerade alles abgedeckt. Ne? Also ich glaube, wir werden das echt von hier drüben aus machen müssen. Well, hello. Weil hier vorne, ich sehe das noch nicht, dass es irgendwie vernünftig funktioniert. Könnte funktionieren, muss nicht funktionieren. Kommt halt ein bisschen auf ihn hier an und... I'm all ears. So, mal gucken, wenn ich ihn jetzt ausschalte, wo laufen denn die Leute hier lang, die ich gerade alle nicht sehe? Läuft weg, hier keine Ahnung, da muss ich mal gerade reingucken, glaube ich. Nach hinten, auch nicht irgendwo geschalten. Er kommt halt hier direkt hingelaufen. Drei, vier, er würde das direkt sehen. Na, wenn er hier steht und sich dann erst dreht, oder erst mitbekommen, hier der Soldat läuft weiter nach hinten. Ich weiß nicht, ob der dann zurückkommt, nächsten Zug schon. Aber den Typen hier anzuheben, kostet halt auch eine Aktion. Kann ich ihn nicht ablenken irgendwie? Fähigkeit haben wir gar nicht. Das ist schade, weil gerade wäre die Gelegenheit ja echt günstig. Wir gucken mal, was nächste Runde hier drüben passiert. Ansonsten muss ich halt wirklich anfangen, Leute zu ermorden, dass sich die Agenten halt bewegen. Was mir natürlich irgendwie die unliebste Variante, aber wenn es nicht anders geht, dann geht's halt nicht anders.
So, einmal abgelegt. Und einmal stabilisieren. Ach, solange wir die tragen, tickt dieser Timer gar nicht runter. Ja, ansonsten wäre die mir jetzt voll verblutet, weil ich da gar nicht dran gedacht habe. Ja, gut zu wissen. Suche ich die Fähigkeit, Leute abzulenken? Nein. Von ihnen die Fähigkeit, Leute abzulenken? Ja. Das heißt, mit dem könnten wir zur Not diesen Bauarbeiter hier ablenken irgendwie. Come on, give me something to kill. So, wir gucken erstmal, was passiert. Wie sich hier alle bewegen. Vielleicht haben wir ja Glück. Man kann das einigermaßen gescheit regeln. So, hier oben, den sehe ich schon wieder nicht mehr. Warum nicht? Wäre super, wenn ich jetzt mal zwei Züge gerade Ruhe hätte. Wer kommt zurück? Wo ist denn hier genau an der Kante? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er würde den genau sehen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er würde ihn genau nicht sehen. Der hier kommt zurück. Er sieht es dann ganz genau. Ja, das heißt, wir müssen ihn hier hinten erledigen und den Arbeiter irgendwie ablenken. Das dürfte unsere einzige Gelegenheit sein, das vernünftig zu regeln. Alles andere funktioniert vom Timing her gar nicht. You just can't get enough of me, can you? Guckt so interessiert nach hier hinten. Ja, er läuft da aber nicht hinter. Alles gut. Okay, gut. Also, einen Plan haben wir. Jetzt muss er nur noch irgendwie funktionieren, hoffentlich. Wo ich den gerade habe, kann ich mal hier vorziehen. What can I do for you? Missed me? Ja, oh, dann schauen wir mal. Also es ist tatsächlich, zumindest im Moment, deutlich schwieriger als auf einem normalen Schwierigkeits... Ich wollte eigentlich Caracal auswählen und nicht irgendeinen Scheiß machen. Na, jetzt konnte ich gar nicht gucken, wo er hinläuft als nächstes. Hier oben, den sehe ich auch schon wieder gar nicht. Aber ihn hier auszuknipsen wäre eigentlich auch gar nicht verkehrt.
Ich weiß halt nur nicht, ob das von oben dann nicht irgendwie auffällt. Er läuft zum Fenster, sie läuft da auch nicht hin. Vielleicht guckt er denn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dürfte uns nicht sehen. Er kommt hier zurückgelaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dürfte hier halt gar nichts mitbekommen. So, ich gehe mal hier so ein bisschen zur Seite gerade. What's up, motherfucker? Ja, da wäre ich nämlich voll gesehen worden. Aber hier drüben, den Soldaten sehe ich halt gerade gar nicht. Habe ich keine Ahnung, was er als nächstes tut. Ich glaube, das ist aber die Gelegenheit hier, um zuzuschlagen. Ich check das noch mal gerade, zumindest alle, die ich sehen kann. Waiting on you. So, du machst die Tür wieder zu erstmal. Damit geht das Ganze nämlich los. Dann stehst du zu weit weg. Das heißt, das kann auch Caracal dann nächste Runde machen. Steht er schon direkt daneben und sich hier irgendwie verpissen. Und dann vielleicht hier hinten rumgehen. Dann brauchen wir die beiden hier drin gar nicht. Erstmal. Puh, alles zu aufregend hier. Oh. Okay, erzähl mir davon. Er läuft hier rüber als nächstes. Er läuft da nach vorne. Lay it on me. That makes you happy. Ja, das würde mich sehr glücklich machen. Und am besten echt einmal zum Fenster hier, oder? Ich weiß nicht, ob er nicht durch die Tür doch gucken kann irgendwie. Keine Ahnung. Ich versuche mich mal hier so ein bisschen im toten Winkel zu halten. Der nächste Runde hier durch zu entkommen. Im Lock steht er da, Schmiere. Eieiei. So, das dauert hier schon wieder. Also kann sein, dass ich die Mission zweiteilen muss einmal. So leid mir das auch tun würde. So, Hemlock, erzähl mal, wo ist denn hier? Da drin? Nee, die ist ganz hier hinten. What can I do for you?
Oh, der kommt bis hier rein. Das ist brillant. Er läuft hier bis vor die Tür. Aber hier hinten kommt halt niemand dicht genug ran. Das ist sehr gut. So, da haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Dann müssen wir hier nur wieder rauskriegen. Eben. Und dann würde ich sagen, ja, ich werde die Mission tatsächlich zweiteilen hier. Wir haben es jetzt halt einmal so weit geschafft, aber da ist ja noch eine Menge Arbeit vor uns. Ne? Wir müssen auch die ganzen Leute ausschalten. Die dritte Agentin, die sich hier befindet, da müssen wir gucken, ob vielleicht irgendwo noch ein vierter Agent ist oder irgendwas. Also das dauert noch ein bisschen. Von daher mache ich hier heute Schluss, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.